Also mir war auf jeden Fall klar, dass ich ein rückenfreies Top machen will und ich wollte es vorne eigentlich sogar relativ schlicht haben, einfach wie ein Spaghetti-Top mit einem relativ geraden Ausschnitt. Und der Rücken soll eben besonders werden und zwar ganz, ganz tief und dann will ich eben die Träger überkreuzen können und die werden dann unten zu einer Schleife gebunden. Also falls ihr euch das jetzt noch nicht so gut vorstellen könnt, ihr werdet ja dann sehen, wie es dann getragen eben aussieht. Genau, dann hier erstmal so die grobe Skizze, damit ihr wisst, um was es heute geht. Und hier unten zeichne ich jetzt gleich noch die ganzen Schnittteile, die wir dafür brauchen. Genau, und zwar natürlich brauchen wir erstmal ein Vorderteil. Das ist einfach nur relativ gerade. Dann brauchen wir das Ganze auch noch als Rückteil. Das ist eben ein bisschen kürzer als das Vorderteil einfach. Dann brauchen wir zwei lange Schnüre, die dann später unsere Träger werden. Und ich will in diesem Projekt mit Belegen arbeiten. Das zeige ich euch auch später, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Aber es ist einfach eine schöne Technik, um schöne Abschlüsse zu bekommen. Das ist mein Stoff, den ich habe. Den habe ich in Indien gekauft, in meinem Urlaub. Und ich liebe den so sehr. Und ich glaube, es ist so der perfekte Stoff für das Projekt. Ihr fangt jetzt an, indem ihr euch den einfach in Richtung des Fadenlaufs in den Stoffbruch legt. Das heißt, er ist jetzt doppelt gelegt. Und genau, dann können wir nämlich jetzt die Teile im Stoffbruch zuschneiden. Das ist einfach einfacher. Genau, das ist so mein Top, was ich jetzt irgendwie so als Vorlage genommen habe. Ihr könnt da jegliches Spaghetti-Top von euch nehmen oder ja, halt irgendwas, was ungefähr die Form hat, die ihr dann auch später haben möchtet. Und genau, da unser Stoff ja im Stoffbruch liegt, lege ich jetzt auch mein Vorderteil in Stoffbruch. Seht ihr jetzt hier, einmal klack. Da ist einmal die vordere Stoffbruch vom Top im Stoffbruch vom Stoff. Und genau, dann geht ihr einfach mit 1,5 cm Nahtzugabe einmal drumherum und kreiert eben die Form, die ihr gerne haben möchtet. Und 1,5 cm Nahtzugabe deswegen, da wir oder ich in diesem Projekt mit französischen Nähten gearbeitet habe zum Versäubern, da ich das nicht bei mir daheim gefilmt habe, das heißt, ich hatte keine Overlock zur Verfügung. Genau, deswegen habe ich eben alle Säume, die innen waren, oder beziehungsweise alle Nähte, die innen waren, einfach mit einer französischen Naht versäubert. Das zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Genau, dann schneidet ihr das einfach einmal aus und das brauchen wir jetzt gleich als Vorlage für unser Rückteil. Und zwar, unser Rückteil wird jetzt anhand unseres Vorderteils konstruiert. Und zwar lege ich das genauso wieder in Stoffbruch und lege jetzt die untere Achselkante von unserem Vorderteil oben an die Stoffkante. Denn genau da, an diesem Punkt, wird das Rückteil an das Vorderteil rangenäht, sozusagen. Das male ich mir dann einfach einmal ab. Hier keine Nahtzugabe mehr, da wir die ja schon im Vorderteil mit drinne haben sozusagen und dann schneidet ihr das einmal aus und jetzt habt ihr ein relativ großes Rechteck und das könnt ihr jetzt so lassen, wenn ihr das so möchtet, aber ich wollte eben diesen super tiefen Rückenausschnitt und da habe ich mir einfach mal das an meinen Körper so rangehalten und irgendwie geguckt, okay, wie viel Zentimeter will ich das denn unten haben? Ich glaube, es waren bei mir jetzt genau 20 Zentimeter. Da habe ich mir dann einfach eine Markierung gemacht und ja, dann könnt ihr eben euren Rückenausschnitt kreieren. Wie ihr seht, habe ich das Ganze ja ein bisschen gefreestylt. Also ich habe da einfach eben von meinem markierten Punkt hoch in die Ecke geschnitten. Da könnt ihr auch echt freestylen und das ein bisschen tiefer oder geschwungener machen. Und oben ist ganz wichtig, das habe ich hier falsch gemacht, müsst ihr oben einen Zentimeter vor der Ecke sozusagen nach oben kommen, damit ihr eben noch eure Nahtzugabe habt und nicht so wie ich einmal voll in die Ecke reingeschnitten. Aber es ging auch, aber es wäre schöner, hätte ich dann noch einen Zentimeter gehabt. Und jetzt könnt ihr einmal überprüfen, ob das auch alles hinhaut, wenn ihr, wie gesagt, diese Achselecke, nenne ich sie jetzt mal, aufeinander legt, ob das eben von der Länge und alles passt. Wenn nicht, könntet ihr das jetzt nochmal nachjustieren, aber bei mir hat das ganz gut geklappt, deswegen können wir jetzt Belege konstruieren. Ihr werdet auch gleich verstehen, was es ist, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das macht. Und zwar, ihr nehmt jetzt eure Teile, in meinem Fall jetzt erstmal das Vorderteil. Und ja, ich habe mir überlegt, dass ich meinen Beleg ziemlich lang haben möchte, bis über die Brust, da ich mit diesem Oberteil eben kein BH anziehen kann, weil man das ja am Rücken sehen würde. Und deswegen will ich eben, dass der drüber geht, damit es doppellagig ist und man dann nichts durchsieht. Deswegen habe ich mir das jetzt einfach hochgeklappt, so tief, wie ich den Beleg eben haben möchte. Also das könnt ihr wirklich selber entscheiden. Und habe das dann genauso wieder in den Stoffbruch gelegt, einmal drumherum gemarkert, ausgeschnitten und das ist eigentlich theoretisch schon euer fertiger Beleg.
Und hier habe ich einfach nochmal kontrolliert, ob das alles aufeinander passt, denn es muss exakt identisch sein, damit es dann funktioniert. Und für das Rückteil habe ich mir jetzt das so rangelegt, also wieder die Achselnaht auf die Achselnaht vom richtigen Rückteil. Und da weiß ich jetzt, wie lang mein Beleg vom Rückteil sein muss, damit es mit dem vorderen Beleg eben übereinstimmt, damit ich dann eine schöne Naht haben kann. Und das habe ich mir einfach festgesteckt, also rangelegt und festgesteckt. Und genau, dann habe ich nach unten, ihr könnt ja das jetzt einfach gerade machen, aber ich habe da noch so einen kleinen Schwung reingemacht, aber das ist eigentlich voll egal. Also das habe ich einfach nur gemacht, weil ich es machen wollte. Genau, und dann hier auch genauso wieder einen Stoffbruch reinlegen mit eurer Markierung halt und schneidet euch den Beleg aus. Und hier habe ich auch nochmal kontrolliert, den Beleg draufgelegt, ob das alles exakt übereinstimmt. Und das war auch wieder der Fall. Das heißt, wir können das erstmal beiseite legen und uns an die Träger ranmachen. Und ja, meine Träger waren 3 cm breit und 1 Meter lang. Aber ich bereue es ein bisschen, dass ich die so kurz gemacht habe. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr das genauso schnüren wollt wie ich, dass ihr die 1,5 Meter lang macht, damit ihr noch eine richtig schöne Schleife machen könnt. Und ich verlinke euch hier oben mal ein altes Video von mir. Da habe ich schon ganz, ganz oft gezeigt, wie man solche Träger oder solche Bindebänder macht. Deswegen zeige ich das jetzt hier nicht nochmal. Okay, dann können wir jetzt ranmachen, die französischen Nähte zu machen. Denn wir verbinden jetzt das Vorderteil mit dem Rückteil. Und da ich eben keine Overlock habe, ist das eigentlich eine ganz schöne Technik. Und es sieht auch noch super, super schön von innen aus. Und dazu legt ihr jetzt nicht, wie sonst immer, die schöne Seite auf die schöne Seite. Sondern ihr legt dieses Mal die linke Seite auf die linke Seite. Dann näht ihr das einmal einfach rüben und drüben einmal nach unten mit einem ganz normalen Geradstich wie immer. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt die Nahtzugabe zurückschneiden. Und das ist auch ziemlich wichtig, denn am Ende könnte es sein, dass gerade diese ganz langen Fransen, die ihr jetzt hier auch bei mir seht, dass die dann später aus der Naht rausschauen und das wollen wir ja nicht. Das ist ja genau das, warum wir es versäubern. Deswegen das einfach ganz knappkantig zurückschneiden. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr jetzt das Oberteil auf die linke Seite umwenden. Das heißt, jetzt schaut euch sozusagen die nicht so schöne Seite an. Und jetzt näht ihr mit einem Geradstich einfach diese Naht, die ihr gerade genäht habt, nochmal runter. Einfach auch wieder mit einem halben Zentimeter oder Zentimeter Nahtzugabe. Genau. Und das seht ihr hier einmal, wie ich das mache. Einfach mit vor- und zurücknähen, einmal komplett abnähen. Und jetzt habt ihr sozusagen von außen eine ganz normale Naht. Also sieht aus wie eine ganz normale Naht. Aber innen habt ihr sozusagen so eine Wulst, in der die Nahtzugabe eingeschlossen ist. Seht ihr hier jetzt auch nochmal. So sieht es von innen aus. Also da ist keine rohe Kante, sondern das ist so alles ineinander eingeschlossen. Das Ganze machen wir jetzt noch exakt genauso mit dem Beleg. Also ihr legt euch das wieder linke Seite auf linke Seite, ganz wichtig. Näht es einmal ab, schneidet dann die Nahtzugabe zurück, dreht es dann wieder auf die andere Seite und näht da ganz normal nochmal eure Naht. So, wenn ihr jetzt nur die beiden Teile habt, könnt ihr die jetzt ineinander stülpen. Und zwar schaut euch die schöne Seite von eurem ganz normalen großen Oberteil an und euren Beleg dreht ihr auf die linke Seite. Das heißt, die Nähte schauen euch an. Und dann packt ihr das einmal so drumherum, stülpt es einmal drüber und matcht jetzt überall die ganzen Nähte aufeinander. Also da es ja identisch ausgeschnitten wurde, müsste das jetzt auch eigentlich exakt aufeinander passen. Und dann steckt ihr euch das einmal komplett drumherum fest. Und bevor ihr das jetzt einmal abnäht, sind jetzt hier eben schon die fertigen Träger. Und die sandwichen wir jetzt zwischen dem Beleg und dem Oberteil. Denn dann sieht es später so aus, als ob unsere Träger so aus dem Nichts herauskommen. Und wir müssen die nicht nochmal irgendwie mit einer extra Naht drauf nähen. Also es ist einfach eine super schöne Variante, damit die Träger schön eingeschlossen sind. Und das seht ihr hier auch. Ich habe meine Träger wirklich komplett in der Ecke platziert und einmal reingesteckt einfach. Und das könnt ihr dann einfach mit einer Stecknadel oder einfach mit einer Klammer, so wie ich, feststecken. Und dann näht ihr da sozusagen einfach drüber, wenn ihr euren Beleg festnäht. Hier seht ihr das, das habe ich jetzt schon gemacht und ich habe es auch direkt gebügelt. Also so sieht es aus, wenn ihr euren Beleg jetzt nach innen klappt. Und ich habe das Ganze mal anprobiert und bei mir hat es so richtig komisch abgestanden, so unter der Achsel. Das heißt, ich habe mir das abgesteckt, so in der Form von einem gefreestylten Abnäher einfach und habe das dann auf der anderen Seite natürlich genauso abgesteckt, abgemessen und habe mir die Abnäher reingenäht. Und falls ihr das auch machen müsst, ist es aber eleganter, das vorher zu machen und extra im Beleg und extra im Vorderteil zu machen und die erst später heranzunähen. Denn bei mir war das jetzt schon ganz schön dicke Stofflagen, weil ich das eben erst danach gemacht habe. Dann müssen wir nur noch eigentlich den Beleg innen drin einmal versäubern und weil ich ja keine Overlock hatte, habe ich das einfach mit einem Zickzackstich gemacht, aber wie ihr seht, funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
um den Beleg zu befestigen, habe ich in den beiden Seitennähten, das seht ihr jetzt hier auch im Schatten der Naht, sagt man, also so mitten in der Naht, einmal kurz vor- und zurückgenäht, einfach, dass der Beleg sich später nicht wieder beim Tragen rausdreht, sondern wirklich innen drin im Oberteil bleibt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch unten unseren Abschluss machen und dazu habe ich einfach jeweils, ich glaube, 1 oder 1,5 cm umgeschlagen und dann eben so einen Rollsaum einfach gemacht, einen ganz normalen. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn es gebügelt ist. Und genau, dann gibt es jetzt zwei verschiedene Varianten, wie ihr eure Träger sozusagen befestigen könnt. Oben sind die ja schon fest und dann gibt es einmal die Möglichkeit, entweder ihr macht da so ein Knopfloch jeweils an beide Seiten, wodurch ihr dann sozusagen diesen Träger durchfädeln könnt, um dann die Schleife machen zu können. Das wollte ich auch machen, also das war mein ursprünglicher Plan. Ich konnte einfach keine Knopflöcher auf diesen Stoff reinnähen. Es hat dann richtig so komisch den Stoff reingefressen und es sah einfach super unsauber aus. Deswegen habe ich die wieder aufgetrennt und ich habe Variante 2 gemacht. Und ich habe so kleine Schläufchen einfach gemacht. Und die habe ich mit exakt demselben Prinzip genäht wie die Träger. Nur, dass ich die eben super, super kurz gemacht habe und genauso auch wie die Träger oben reingesandwicht habe. Und da das bei mir im Nachhinein ja erst gemacht wurde, musste ich meinen Beleg nochmal ein bisschen auftrennen, die dann reinsandwichen und dann den Beleg wieder zunähen. Und so schnell ist das Top eigentlich schon fertig. Ich hoffe natürlich, dass euch das Tutorial gefallen hat und vielleicht auch hilfreich ist, wenn ihr das selber mal nachnähen wollt. Genau. Und falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, dann abonniert gerne meinen Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eure Lucy.